Hallihallo zusammen. Wir haben extra noch ein paar Minuten gewartet, dass noch ein paar kommen, aber es bleibt wohl heute familiär. Dann nehmen wir das so mit. Ich bin Lux, ich moderiere das Format, wie ein paar andere bei der Mensa Bar. Ich bin beim Studierendenwerk angestellt. Und genau, wir machen Kulturveranstaltungen für euch und eine davon ist der Supreme. Den gibt es schon einige Jahre, ist im Endeffekt eine offene Bühne, bei der jeder sich zeigen kann, der möchte, jede. Es gibt alles, wie ihr heute seht, sind wir heute mit zwei Kunstformen unterwegs, vor allem Musik und Poesie. Es ist manchmal auch noch ein bisschen bunter und dann gerade das nächste Event am 28.06. könnt ihr euch schon dick in den Kalender eintragen, ist oben im Mensagarten, falls ihr euch vielleicht heute schon gefragt habt, warum ist das nicht draußen? Nächstes Mal. Wir sind gerade noch so ein bisschen am Lösung finden, wie wir das machen in den Sommermonaten. Ist immer ein bisschen Hackmack, das Ganze auch draußen aufzubauen und so. Genau, wie gesagt, da wird es noch ein bisschen diverser, gibt es noch ein bisschen Artistik und so weiter und was haben wir da noch, Leute, die Poi machen oder echt coole Sachen, also tragt euch das gerne ein. Aber auch heute haben wir eben richtig schöne KünstlerInnen für euch am Start, die so ihr Selbstgemachtes mitgebracht haben. Jeder hat 15 Minuten Zeit in der Regel, meistens sind wir gar nicht so streng, um zu zeigen, was man kann, was man daheim geübt hat, was man als Hobby oder als Beruf schon macht irgendwie in der Kunstszene. Heute geht's los mit einer Künstlerin, die schon einige Male da war, die auch schon auf der großen Bühne gespielt hat, im Mensagarten. Und ich freue mich, sie mal wieder zu hören. Sie heißt Kira und hat ihre Akustikgitarre und einige hauptsächlich selber geschriebene Lieder, wie ich sie kenne, dabei. Cool. In der Mitte gibt es mal noch eine Pause, habt ihr gesehen, für irgendwie Kippen, Klo und so weiter und so fort. Und bis dahin gibt es erstmal Programm. Viel Spaß mit Kira! Is it the heart that finds, or is my destiny thought made up in mind? Is it the love or the fear to miss out if we don't run in time? Unsuspecting eyes, but if they knew, where this is going to. So will this be? Have a nice life, goodbye. Or will one of us still turn things around? Cannot foresee, but there's this blinking light alerting from inside to say, stay. I'm suspecting eyes, but if this is going to unsuspecting eyes, but if they knew. Ja, danke euch. Ich bin Kira. Ich freue mich sehr, heute hier spielen zu dürfen und schön, dass ihr da seid. Ich habe euch neben diesem ersten Song jetzt noch drei weitere mitgebracht, zwei davon eher politisch und eine davon eher persönlich. Und ich fange an mit einem eher politischen. Den habe ich 2020 anlässlich der Black Lives Matter Proteste und der Ermordung von George Floyd geschrieben. Und irgendwie habe ich damit versucht, so meine Wut und auch meine Trauer zu kanalisieren. Und gleichzeitig war ich auch so ein bisschen enttäuscht von mir, dass es so einen Anlass braucht, um so einen Song zu schreiben. Denn ja, Rassismus und Diskriminierung gab es davor schon und gibt es auch immer noch. Und deswegen habe ich mir danach auch fest vorgenommen, diesen Song immer wieder zu spielen. Egal, ob für das Thema mediale Aufmerksamkeit da ist oder nicht. Und genau, auch, dass ich selbst mich daran erinnere, dass wir alle eben auch was dagegen machen können und vereint gegen Rassismus und Diskriminierung auch stehen sollten. Und dieser Song heißt Für immer vereint. Natürlich war das nicht so gemeint.
Schau doch nicht so, ist doch alles nur Spaß. Natürlich, weißt du, es gibt diese Unterschiede, die sollte man nicht leugnen. Du bist schon irgendwie anders als ich. Und vielleicht habe ich Angst vor etwas Fremdem, vor jemand, der anders aussieht als ich. Und vielleicht suche ich dann nach mehr als nur Worten, weil du mich eh nicht verstehen wirst. Doch wir sagen nein, stehen auf und wehren uns, nehmen uns bei den Händen. Unsere Waffen sind lediglich Liebe und Toleranz. Wir sagen nein zu Rassismus und Gewalt. Es reicht, wir stehen hier und sind für immer vereint. Natürlich fragt er gar nicht erst, warum. Er hat sicher gegen Regeln verstoßen, sieht verdächtig aus. Und natürlich, diese Kontrolle führen wir mit jedem durch. Kommen Sie mal mit, Hände hinter den Rücken jetzt. Doch wir sagen nein, stehen auf und wehren uns, nehmen uns bei den Händen. Unsere Waffen sind lediglich Liebe. Dankeschön. Der nächste Song, ja, ganz anderes Thema jetzt, das war ich selbst ganz schön, ja, emotional. Der nächste Song ist ein, ja, persönlicher Song, den habe ich 2021 geschrieben, vor 2 Jahren auf jeden Fall. Da habe ich in den Tiefen meines Kleiderschrankes ein schwarzes Pulloverkleid gefunden, das ich schon sehr lange nicht mehr anhatte. Und als ich das angezogen habe, habe ich mich irgendwie an eine andere Zeit erinnert, wo ich das sehr oft anhatte, an eine irgendwie in dem Moment schöne erscheinende Zeit, und habe so ein bisschen, ja, in Erinnerung geschwelgt, und so ist dieses Lied entstanden. Das nennt sich eben auch Schwarzes Pulloverkleid, beziehungsweise auf Englisch Black Sweater Dress. How easy is it to get back into a mindset I thought I'd lost a while ago? Back then I was so sure it was you who made me feel that way. How easy was it to forget this way of looking at the world after everything's changed? And since then I've been trying to time travel. In this black sweater dress, it feels like 2018 again. So many things seem simpler than in this black sweater dress. In this black sweater dress, it feels like 2018 again. So many things seem simpler. Seconds, and I couldn't understand my luck. Every day I woke up thinking, oh damn, and well right now I can feel it again.
in this black sweater dress. Feels like 2018 again. So many things seem simpler than in this black sweater dress. In this black sweater dress. It feels like 2018 again. So many things seem simpler than in this black sweater dress. In this black sweater dress. Dankeschön. Der letzte Song, da will ich gar nicht so viel zu sagen, denn der Song erklärt auch sehr viel selbst, aber er heißt Letzte Generation. Und trotz dieses sehr ernsten Themas soll der Song vor allem auch Hoffnung und Mut geben, dass wir was bewegen können. Mama, was hast du damals getan, als noch Zeit war, um unsere Welt zu bauen? Mama, jetzt brennt der Wald auch bei uns. Das Wasser wird knapp, ich hab Durst. Mama, was soll ich tun? Bei 20er noch auf die Straßen zu gehen. Papa, was wäre gewesen, hätte es mehr mutige Menschen gegeben. Wäre dann der Klimakollaps jetzt nicht Realität? Papa, standest du auf? Ist das wirklich die letzte Generation? Oder die erste, die aufwacht, um das Richtige zu tun? Wir lassen nicht zu, dass unsere schöne Welt zerstört wird. Wir bleiben hier, bis auch die Wissenschaft. Stehst du? Liebe Menschen, Tiere und Pflanzen, an Orten der Welt, wo die Klimakrise schon gestern war. Heute ist, während ihr euer Zuhause verliert, während ihr im Sterben liegt, handelt hier die Politik, als wäre noch Zeit. Fehlt hier für die kleinsten Maßnahmen die Mehrheit. Und es tut uns so leid, wir wollen nicht nur hinsehen. Wir sind bereit, mit und für euch auf die Straßen zu gehen. Zu leisten. Auf welcher Seite?
Mitte der Geschichte stehst du. Ist das wirklich die letzte Generation? Oder die erste, die aufwacht, um das Richtige zu tun? Dankeschön. Großen Applaus für Kira, Leute. Ihr merkt schon, wir sind wenige, ihr müsst doppelt so laut klatschen, genau. Sehr schön. Aber macht ja auch ganz gut auf jeden Fall. Das klappt. Vielen Dank, Kira. Erstmal kurz ablegen. Jetzt kommt immer noch ein kleiner Interviewteil für die, die das Ganze ja nicht... Kira, noch nicht wegrennen, du weißt so Bescheid, oder? Hätte ich das nochmal ankündigen müssen. Wie gesagt, es geht immer ein kleiner Interviewteil. Ich warte natürlich, bis hier fertig geklatscht wurde und jeder seinen Applaus kriegt. Und dann frage ich ja nochmal noch ein, zwei Sachen. Für die, die dich nicht kennen, was machst du denn, wenn du nicht auf einer Bühne stehst? Oh, gute Frage. Also offiziell studiere ich auf jeden Fall Geografie im Master, aber tatsächlich mache ich gerade schon sehr viel auch in der letzten Generation. Genau, in den Strukturen so organisieren. Und jetzt, was war das neueste Lied, was du hattest? Ist das letzte Generation das neueste? Ja. Okay, hast du irgendwie noch was zu zeigen oder noch ein neues Lied in der Mache oder willst du noch ein bisschen Werbung machen oder was bewegt dich gerade als Musikerin? Wo stehst du gerade? Machst du was aufnehmen oder also interessiert mich jetzt selber auch gerade? Also ich will mir wieder mehr Zeit für Musik nehmen und gerade sind so ein paar Ideen, die man sich halt so aufnimmt auf dem Handy im Entstehen, aber noch nichts Konkretes. Genau, aber wenn, dann wird es wahrscheinlich irgendwo, ich habe auch einen Account auf Spotify, ich glaube, ich heiße Kira. Das findet man, ich dachte, man findet es leichter, wenn ein Punkt dahinter ist, aber ist, glaube ich, nicht so. Aber wenn ihr letzte Generation eingibt, dann gibt es noch nicht so viele Songs. Deswegen findet man es so, genau, wenn es euch interessiert, ihr das mal anhören wollt, genau. Aber ansonsten, ja, werde ich mich wieder melden, wenn es was gibt, was gerne, Neues. Gerne. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Gerne. Gerne wieder. Okay, nochmal großen Applaus für Kira, dass sie den Anfang gemacht hat. So, jetzt geht's von Musik weiter, wie versprochen, und zwar wird jetzt die gute Jolie hier, die in der ersten Reihe sitzt, uns ein paar selbstgeschriebene Zeilen vorlesen. Und ich bin sehr gespannt, Sie vielleicht auch. Okay, Applaus für Jolie. Ja, hallo, perfekt. Ja, passt perfekt. Also ja, ich bin Julie. Ich freue mich, dass ich heute meine Texte mit euch teilen darf. Und ich würde sagen, ich lege mit meinem ersten Text los. Der geht um weibliche Lust und das zu bekommen, was man will. Orangenschein, damit möchte ich was malen. Und zwar, dass auch die schönste Nacht und fremden Armen enden kann in zirkulären Gedankenqualen über meine Lust und all den Verdruss. Wenn du nicht lernst, mir Geben zu schenken und dich stattdessen der Tatsache hingibst, Kontrolle zu lenken über das, was sich für dich gut anfühlt. Obwohl ich fast schon klage, berühre mich, spür mich, vergiss alles über dich und lass uns enden als eins, nicht als einen schönen Moment, nenn ihn deins. Denn ich kann leider nicht bestätigen, dass die Sachen, die wir tätigen, mich in den kleinen Himmel schicken und mich in meine Fantasien verwickeln. Denn ich kann leider nicht sicher sein, dass dieser Moment, den du unser nennst, nicht bloß dein, sondern auch meine kleine Oase war, in der man nicht mit Zärtlichkeit spart und in der man wirklich sagen kann, du warst auch mir nah. Orangenschalen, damit möchte ich fahlen Geschmack entgiften, ohne Ungerechtigkeit zu stiften, sondern mein Vergnügen zu liften und auch noch so tristen Augenblicken für die Frauen da draußen nicht das Potenzial an Kampf zu rauben. Den Kampf, den wir führen müssen, um all den Lüsten, die wir fühlen, nicht die Leidenschaft zu kühlen. Wir sind es wert, ich bin es wert, dass auch du mir den Himmel auf Erden bescherst. Ja, das war Text Nummer 1. Und mein zweiter Text, der geht um meine Beobachtungen, als ich in Amsterdam im Urlaub war.
kalte Blicke, die ausziehen wollen. Oder eher sollen, das ist kein wirklich Wollen, das ich in deinem Lächeln sehe, das dem Mann neben mir gebührt, den du mit deinem Finger zu dir verführst. Das ist kein wirklich Wollen, wie du da stehst, dich bloß sporadisch bewegst, auf deinem Handy scrollst, wartend, aber auch hohle Schwere tragend. Ich betrachte dich, deine Mimik, deine Gestik, verdammt, ich versteh's nicht. Alle um mich sehen dich bloß als Fick, denken gedankenlos, das ist die, die ich für'n Fuffi rumkrieg. Du siehst nicht aus wie ein Mensch, deine Haut glüht glatt im roten Licht, deine Haare fallen wie die einer Puppe, beruhigen tut dich auch nicht die Fuppe, alles an dir schreit nach, ich bin deine Barbie. Ich wünsch mir für dich, du würdest nicht da stehen. Männer mit fettem Bauch würden dich nicht so ansehen. Männer mit Kindern und Frau würden nicht jeden Freitagabend zu dir gehen. Doch steht es mir zu, das zu verstehen, was du tust, während ich mich auf Sicherheit und Privilegien ausruhe? Machst du das für Geld? Machst du das, weil du ficken magst? Machst du das, weil du am Trauma der Kindheit nagst? Was ist das für eine Welt, in der sogar die Frauen, die sich freiwillig verkaufen, aussehen, als hätte sich ein 13-Jähriger im Sexshop verlaufen? Was ist das für eine Welt, in dem jeder Blick und jedes Lächeln perfekt sitzt, damit später ein reicher Fettsack auf dir sitzt? Das sind Frauen aufs Maß geschneidert für das, was sich noch immer Männlichkeit nennt. Ich nenne diese den Grund, warum die Welt der Geschlechter schon so lang brennt. Und der zweite. Und es kommen noch zwei Texte. Und der dritte geht um Liebe und ja, kritisch betrachtet, wie man vielleicht schon vermuten kann. Und ja. Liebe ist Tragik, empfinde ich sie von Zeit zu Zeit doch weniger als magisch. Zwei Menschen finden zusammen durch Umstände, die sie einander vorstellen. Zwei in einer Klasse, auf der Arbeit, wo auch immer, davor vielleicht alleine in ihrem Zimmer. Plötzlich ist die Welt ein Genuss, weil man ihr Leid nicht mehr einzeln ertragen muss. Warme Hormone überfluten den Körper. Man beschenkt sich mit lieblichen Wörtern. Alles läuft erst herrlich, aber wärst du ehrlich? Was mag ich an mir, dass ich es jemand anderem überlasse? Liebe ich dich bloß, weil ich mich sonst alleine lasse? Liebe ich dich bloß, weil es sich anfühlt, als sollte sich etwas in mir aufgeben, damit es sich anfühlt, als würde mir das Leben was geben? Brauche ich diese Lücke, in der ich mich vergesse, um zu wissen, mit weißem Kleid und Blumen im Haar, ich sag ja in dieser Messe. Ja, die Liebe ist ein Nehmen und Geben, ein Dazulernen und Neues verstehen. Aber leugne ja nicht, wo Neues kommt, muss anderes gehen. Da muss gehen, dass du vielleicht noch nach Kanada fliegen wolltest, nicht mit jemand im Nacken, für den du was solltest. Da muss gehen, dass du ja eigentlich immer Künstlerin werden wolltest. Aber so ist es, das solltest. Und stattdessen gibt's heute Spaghetti Bolognese und eine Zeitung, in der ich nicht von dir lese. Ich will nicht so negativ sein. Wir leben auch mit der Möglichkeit, dass die Liebe kommt und der eigene Traum bleibt. Vielleicht hat diese Liebe doch eine magische Kraft, die so viel aushält und gleichzeitig unsere Selbstaufgabe auf die Probe stellt. So, und jetzt nach diesen etwas. Dankeschön. Nach diesen etwas wütenden und frustrierenden Texten was Schönes und Spannendes zum Ende. Ich will nicht schreiben, als würde mich das Schlechte der Welt ersticken. Denn tatsächlich liebe ich es, kalten Kaffee zu trinken und mir vorzustellen, mit dir in Träumereien zu versinken. Tatsächlich ist es so schön, verstanden zu werden und sich gegenseitig mit Freundschaft zu erden. Ich mag zu spüren, du bist da, wir mögen uns, das ist klar, ist nicht so vieles. Aber ein ehrliches Lächeln zu sehen, fühlt sich an, wie bei Regen mit Sonne durch den Tag zu gehen. Die Entspannung überläuft mich, es kann so einfach sein, Fehler zu verzeihen, Neues zu gedeihen, Erkenntnisse über Gutes aneinander zu reihen. Wie herrlich ist das, wenn ich aufstehe und den blauen Himmel sehe, ein kleiner Plausch in der WG, lange zu kochen, abends erfüllt ins Bett zu fallen, ohne mich an böse Umschleifungen zu krallen.
Ja, das geht für uns alle. Wir müssen nicht tappen in diese gottverdammte Falle. Wir können ein Lächeln sehen und dem Hinterfragen dessen entgehen. Wir können schöne Worte hören, die uns in ihrer Ehrlichkeit betören. Wir können nur diese eine Minute erleben und trotzdem fühlen, dieser Tag hat uns ein Geschenk gegeben. So viel Optimismus steht mir normalerweise nicht. Und trotzdem ist er Teil der Sicht, die das Leben beinhält und mich sanft daran erinnert, was im Kartenhaus dieses großen Spiels nicht in sich zusammenfällt. Dankeschön. Noch kurz da bleiben. Vielen Dank, Julie. Ja, danke. Wusste ich gar nicht, wir kennen uns tatsächlich schon länger und ich wusste tatsächlich nichts von ihrer literarischen Qualität. Wie lange machst du das denn schon oder wie war dein Zugang zum Schreiben? Ich habe meinen Erasmus in Paris verbracht und mich da gefühlt, als wäre es jetzt endlich mal Zeit, das ernst zu nehmen. Also ja, seit einem Jahr. Und davor hast du sporadisch geschrieben? Ja, ich habe Schreiben immer gemocht, aber nie vorgetragen. Und jetzt bist du auf den Bühnen? Ja. Okay. Richtig cool, ja voll, das Applaus verdient. Wo sieht man dich denn sonst? Ich habe gehört, du bist auch auf Poetry Slams unterwegs. Wie viel hast du denn schon gemacht jetzt in dem letzten halben Jahr? In Paris war ich größtenteils, jetzt war ich im Atlantik einmal und mal schauen. Also ich lasse mich vom Leben inspirieren, deswegen gucken wir mal. Okay. Hast du schon irgendwas veröffentlicht, irgendwie in der Hinsicht oder auf Instagram oder irgendwas? Okay, aber es gibt, wenn dann, wo was von dir irgendwann? Noch nirgends, okay. Wir müssen sie noch motivieren. Alles nochmal einen großen Applaus, dass sie bald mal die Texte auch ein bisschen woanders zeigt. Vielen Dank, Julie. Okay, und jetzt vor der Pause nochmal etwas Musik. Da hinten stehen sie schon. Genau, ein junges Musikerduo aus Freiburg, die tatsächlich vor kurzem ihre erste Single hier rausgebracht haben, vor 2 Tagen oder was, oder? Album und Single. Ich bin davon ausgegangen, dass sie heute was spielen, das schätze ich mal, und ein bisschen Promo machen und ich bin sehr gespannt und freue mich auf Marc und Till. Ja, hi. Ich bin Marc, wer mich noch nicht persönlich kennt. Das ist Till, wer ihn noch nicht persönlich kennt. Wir sind Marc und Till. Kreativer Name. Tatsächlich, ja, wir haben vor genau einer Woche unser allererstes Album rausgebracht. Das heißt From Alone to 1000 People. Und wir spielen euch heute einen kleinen Auszug daraus, aber unplugged. Also viele der Songs sind tatsächlich mit mehr Instrumenten und wir spielen es sozusagen akustisch. Wir spielen sozusagen akustisch für euch hier heute vorbereitet. Und ja, wir fangen gleich mal an mit einem Song, der heißt Nightingales Came By. Der wurde ursprünglich geschrieben für ein Filmprojekt und wir haben ihn aber trotzdem aufs Album nehmen wollen, weil uns sehr viel an dem Song lag und weil wir ihn sehr episch finden in dem, was er ist. viel Spaß. The fog hugs the trees and the dew eats the leaves. It's violence, silence to fade. Brothers fight until death, hunting for their last breath. Bloody swords clash and bones crash. Death rises as high. Nightingales come by through all the pain, bringing hope to the lone ones, carrying their souls to fly high. Fly high.
high, till their eyelids burn dry. I'm just fleeing, crying, begging to live. Where should all this hurting go? When the sun rises, it's over. But now we're just dreaming of this modern world. Nightingales come by through all the pain, bringing hope to the lonely ones, carrying our souls to fly. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Dankeschön, Dankeschön. Unser nächster Song heißt A Thousand People. Ist jetzt ein bisschen Kontrastprogramm. Jetzt ist nämlich ein echter Liebessong angesagt. Den brauchen wir vielleicht auch nach dem harten Tobak. Genau, und wenn du die eine findest, dann findest oder den einen, um Gottes Willen, dann findest du diese Person auch unter Tausenden von Menschen, denn du weißt einfach, dass es diese Person ist. Davon handelt dieser Song. Way you split all the people like an angel flying through the clouds, and I could love and I could cry. I think it's you. I could scream, but I'm too shy, too much to do. You entered the main station, you went through. Thousand people, I saw you from 100 miles away, and then just meters count 100, 1 meter, and you stood with me. There were 1,000 people, I saw you from 100 miles away, and then just meters count 100, 1 meter, and you stood with me. There's not much I can give, it's true, but my music may be for you. And I could love and I could cry, I think it's you. I could scream, but I'm too shy, too much to do. You entered the main stage and you went through. Where I knew there were 1,000 people, I saw you from 100 miles away, and then just meters count 100, 1 meter, and you're still with me. There were 1,000 people, I saw you from 100 miles away, and then just meters count 100, 1 meter, and you're still with me. Lucky me, when we left there side by side, enchanted tea, enchanted by your smiling eyes. There is heaven, there is hell, and there is day and night, but in this moment it's just you and I. People, I saw you from 100 miles away, then just meters count 100, 1 meter, and you stood with me. Oh.
4,000 people saw you from and then just meters count 100. 1 meter and you stood with me. Oh, I saw you from 100 miles away. And then just meters count 100. 1 meter and you stood with me. Oh, and then just meters count 100. 1 meter and you stood with me. Hey. Dankeschön. Ja, was kann denn jetzt Alona mir sagen? Unser nächster Song heißt Alone in the Dark. Super Thema danach, auf jeden Fall. Unser Album ist tatsächlich sehr viel inspiriert worden durch unsere eigenen Erfahrungen, auch in Zeiten von Isolation. Wir saßen jetzt sehr viele Jahre an dem Album tatsächlich und deswegen merkt man vielleicht so den Einfluss der letzten Jahre auch auf ein paar Songs und Alone in the Dark ist auf jeden Fall einer dieser Songs. Wir haben tatsächlich auch ein Musikvideo zu Alone in the Dark produziert, falls ihr das noch sehen wollt irgendwann, einfach Mark und Till Music auf YouTube oder Alone in the Dark YouTube, da kommt es dann irgendwo, und falls euch interessiert. Dankeschön. Ja.
unser, jetzt kommt der letzte Song für heute Abend. Wir haben einen Song aus zwei gemacht, tatsächlich extra für heute Abend. Es ist einmal ein Song, der heißt Thunder and Lightning, der hat es nicht aufs Album geschafft, aber wir finden ihn trotzdem sehr gut. Und ein Song, der sehr kontrovers zu diesem Song steht, der heißt Savior. Und wir haben die beiden verbunden miteinander, wo sie so unterschiedlich sind. Aber sie spielen eine ganz gute Geschichte davon, weil Thunder and Lightning davon redet, dass man verlassen wurde und man hat das Gewitter vielleicht gar nicht kommen sehen, dass da auf einen zugebrodelt ist sozusagen. Und Savior ist dann eher so der Gegenpol, der davon spricht, dass man eigentlich der Retter der Beziehung war und man ja verlassen wurde aus Undankbarkeit sozusagen. Ja, komm, das kennen wir doch alle. Ja, und deswegen haben wir extra für heute Abend 2-1 gemacht, sozusagen. Viel Spaß. Then it changed and it went harder. Loving wasn't easy now. Your hand lost mine, I didn't order. I always ask one question, how? Streets with empty hands, not knowing what I feel tomorrow, and at the end my future stands, not knowing he'll cause me sorrow. You saw the light, I heard the growl, we weren't in a house that day. You left the night, I've gotten foul. Now it's just a car to get away. The magic of the New Year's Day, we couldn't reach an hour story. And after all the clouds turned gray, I was quite sure that you're not sorry. You saw the light, I heard the growl, we weren't in a house that day. You left the night, I've gotten fouled. Now it's just a car to get away. And it was thunder and lightning in the sky. It had the spiders from writing the story of our lives. Saw the light, I heard a growl, we weren't in a house that day. I walked the streets with empty hands, not knowing what I feel tomorrow. And at the end my future stands, for me, for you, my love, for sure.
what to say about your dirty little tricks. But you don't tell me what to do or soon you'll get a gift. Because they wonder why I'm always behind to save your butt. But other ways you chatter through a death by a thousand cuts. I was your best friend, we were in poison. And you know you needed me around. I was your savior, gave you all favors. You said to me you need to calm down. But not always straightforward and harmonic as it seems. But say you see me again even in my wildest dreams. And then we just met there again and something felt so strange. But after all we realized that everything has changed. I was your best friend, we were important. And you know you needed me around. I was your savior, gave you all favors. You said to me you need to calm down. It's funny how you think that I'm just here for your amusement. You were a lazy lover, I moved on to watch the movie. My friends, they say that I'm a helper, but no, I'm just grooving. I hate to care that you're right, and now I'm free and glowing. Oh, now you see me, now you want me. I was your best friend, we were important. And you know you needed me. I was your savior, gave you all favors. You said to me you need to calm down. I was your best friend, we were important. And you know you needed me around. I was your savior, gave you all favors. You said to me you need to calm down. Dankeschön. Vielen Dank. Danke, danke, danke. Nehm mal das hier. Oh, reicht das? Drei Leute, ein Mikro wird ein bisschen kompliziert, glaube ich. Das hat mir ganz schön Gas gegeben am Ende, habe ich gar nicht mehr mit gerechnet. Sehr geil. ja, Applaus, war ich zu spät, das habt ihr alleine gemanagt. Sehr cool, war sehr gespannt. Danke. Ich habe mal ein bisschen ins Album reingehört, aber war jetzt auch sehr cool, quasi ein bisschen einen akustischen Eindruck zu kriegen, aber einfach wie die Sache live läuft. Echt eine coole Energy. Ja, man muss ja auch dazu sagen, also auf dem Album, Savior ist auf jeden Fall ein Song, den wir eigentlich auch noch nie live so gespielt haben. Wir haben, also es ist ein Bandsong, ist absolut eigentlich. Hammer. Aber hat Bock gemacht, ihr habt ja auch gut mitgemacht, hat Spaß gemacht. Absolut, ja, man hat nicht gehört, dass da nur 40 Leute sitzen. Also ist echt, ja, ist echt sehr stabil. Jetzt habt ihr gesagt, ihr macht schon eine Weile zusammen Musik, durch Corona hindurch und so weiter und so fort. Wie kam es quasi? Erstmal alleine würde mich interessieren, wer von euch hat wann seine musikalische Reise wo begonnen? Also wir studieren dasselbe, wir studieren bei der Musikwissenschaft und Till hat aber vor mir ein Jahr vorher angefangen zu studieren und wir haben uns natürlich, wie man sich halt so kennt, in einem Mini-Studiengang kennengelernt und dann haben wir relativ schnell zusammen Musik gemacht und dann jetzt über die letzten so 3 Jahre oder so sind viele Songs entstanden und jetzt eben dieses Album, wo halt ganze 6 drauf sind. Yes. Und so hat sich das jetzt entwickelt einfach. Ja. Sehr cool. Du singst jetzt hauptsächlich, hast du irgendwie, du spielst wahrscheinlich auch noch Instrumente, schätze ich, oder nicht? Oder? Nee, ich bin nur der Sänger. Okay, also du machst es gut. Ich wusste nur, über beide multitalented sein. Das Album ist komplett komponiert von Till. Ja, ja. Ja, genau. Und textlich, also Texte habe ich geschrieben und auch Till geschrieben und singen habe ich und die Instrumente hat Till, also Till kann Klavier und Gitarre und der Rest ist so ein bisschen besorgt von woanders noch. Und Produktion, ja, habt ihr das jetzt gemacht? Haben wir auch alles selber gemacht. Sehr cool. Selber aufgenommen, selber abgemischt. Da lernt man aber nicht in Musikwissenschaften alles, oder? Nein, das muss man nein. Mehr privat lernen, ne? Ein bisschen. Die Grundlage so, vielleicht. Ja, natürlich, aber. Ja, alles. Sehr gut. Wie gesagt, ihr habt jetzt einen Eindruck bekommen. Schaut gerne mal hier bei den Kollegen auch Spotify und Co. vorbei. YouTube-Video nicht vergessen, habe ich auch schon ein bisschen reingeguckt. Auf Spotify, mark.till.music. Mark und Till. So. Unsere Namen ist unser. Ah, ja, stimmt. Mark Lehmann, Till Duft. Ja. Oder halt die Songs eingeben. Savior,
oder so weiter und so fort. Ja. Ihr wisst, wie es geht, Leute. Okay, schaut mal bei den beiden vorbei. Vielen, vielen Dank für euer Debüt hier ein bisschen, das Albumdebüt. Freut mich sehr. Genau, ganz entspannt. Danke, dass wir auftreten dürfen. Ja, klar. Immer wieder gerne, immer wieder gerne. So, wie hier auf dem Täfelchen steht, gibt es eine kleine Pinkel- und Kippenpause. So. Von dem her, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, Hadi, ich habe kein Handy in der Tasche wie der Mama. 10 Minuten. Das heißt, in Uhrzeit, 3/4 geht's weiter. Okay, Leute, dann viel Spaß und wir sehen uns gleich wieder. Dann geht's weiter mit Ulla, Leute. Könnt ihr euch auch schon freuen. Viel mehr werden es nicht mehr. Okay. So, wie gesagt, wir wechseln mal wieder das Genre und es geht wieder um Sprache, um Schrift, um Bedeutung. Und falls jetzt manche von euch denken, Poetry Slam ist eine ganz neue, hippe Sache und die kann man quasi nur machen, wenn man bis Mitte 30 ist, dann wird euch die nächste Künstlerin das Gegenteil beweisen. Ich habe sie das letzte Mal oder das erste Mal vor 2-3 Jahren gehört und jetzt vor kurzem wieder und da dachte ich, ich muss mal wieder auf unsere Bühne. Und zwar, sie sucht gerade noch ihre Texte. Ne, bist du ready? Muss ich noch den Raum füllen? Genau, sie heißt Ulla, ist seit vielen Jahren auf der Poetry Slam Bühne unterwegs und genießt jetzt heute, sich ein bisschen freier bewegen zu können und hat ein bisschen Poetry und im Anschluss auch noch ein bisschen Poesie für uns. Großen Applaus für Ulla! Ja, ich falle ja immer auf mit meinem Alter, aber ich sage mir, ich mache alles, was mir Spaß macht. Und wenn es ganz neue Dinge sind, stürze ich mich rein, ohne zu wissen, was es ist. Und irgendwann klappt es dann auch. So ist es mir mit dem Poetry Slam passiert. Ich bin hier zum ersten Mal aufgetreten zum Thema, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, Flüchtlinge. Jedenfalls war das Thema Flüchtlinge und ich habe mich reingestürzt, ich habe vorher versucht zu recherchieren, ich war mal Deutschlehrerin, ich habe dann also auch so richtig an diesem Thema interpretiert und naja, und dann hat es geklappt und das hat mir so viel Spaß gemacht, vor allen Dingen auch, weil ihr mir so viel Energie gebt, also die ganze Poetry-Szene, die ganze Poetry-Szene in Freiburg, die ja gut organisiert ist, da sah ich immer so richtig Aktivität ab und freue mich drüber und das ist, Geschenk ist gratis für mich. Ich bedanke mich dafür, bei euch auch. So, jetzt kommt erstmal einer meiner typischen Poetry Slam Texte, die auch Power haben. Und danach will ich, glaube ich, mal was ganz Lyrisches lesen. Ich habe nämlich mein erstes Buch rausgegeben, als ich, wie alt war ich da, 33 war. Da habe ich in Kopenhagen gelebt und habe mal so einen berühmten Verlag angeschrieben, den Sukam Verlag. Und der hat dann meine Gedichte mal veröffentlicht. Und irgendwann war mir die Lyrik zu elitär. Und ich hatte auch keine Lesungen in Dänemark. Und dann habe ich angefangen, Prosa zu schreiben. Dann habe ich später Theaterstücke geschrieben. Und eben jetzt Poetry. Poetry. Power Poetry. Kein Slam. Nicht? Ist ja heute kein Kampf. Ich habe die Krise. Ich bin reif für die Insel, das weiß ich genau. Ich fühle mich nun schon seit längerem mau, ausgelaugt und ausgebrannt. Der Marathon ist ausgerannt. Ich bin entkräftet, fühle mich erschlagen. Mir schlägt alles auf den Magen. Kann das Wort Krise nicht mehr hören, möchte mich öffentlich empören über Kriege. Potentaten möchte Putin in der Hölle braten. Mit den Ukrainern weinen alle Demokraten einen gegen wachsende Aggressionen. Hass, auch alt zu werden, macht keinen Spaß. Ich habe einen Umweltkoller, denn die Welt wird voll und voller. Geduldsfäden und Lieferketten reißen, den letzten werden die Hunde beißen. Mein Leben daheim ist ein U für ein X. Himmel, Herrgott, Kruzifix. Putzen, kochen, Gassi gehen, bügeln nach dem Garten sehen, Dackel füttern und den Mann, Covid-Impfung ab und an, Müll entsorgen, nichts macht Fun. Am besten schön zu Hause bleiben, dann kann man Ansteckung vermeiden. Ach, ich bin so ausgepowert.
ein Zustand, der schon länger dauert, mein Energiestrom, ein Grinsel. Was ich jetzt brauche, ist eine Insel. Ich will eine abgelegene Insel, eine abgelegene einsame Insel, eine abgelegene einsame friedliche Insel, ein Secret Escape, wie die Werbung sagt. Das Wort Secret hat mir immer schon behagt. Ich will eine abgelegene einsame friedliche Insel, eine abgelegene einsame friedliche Insel, am besten weit weg von all den Schrecken in unserer Welt. Eine abgelegene, einsame, friedliche Insel mit Palmen, Möwen und dressierten Kormoranen. Die können dann für mich fischen gehen. Ich will eine abgelegene, einsame, friedliche Insel mit Palmen, Möwen, Kormoranen, so wie jeden Tag. Traumhaften Sonnenuntergängen, die nichts, aber auch gar nichts von Energiekrise, Kriegen und Bombentoten ahnen lassen. Ich will eine abgelegene, einsame, friedliche Insel mit Palmen, Möwen, Kormoranen, traumhaften Sonnenuntergängen und Stränden, wo man keine Angst haben muss, dass mal wieder wie am Mittelmeer Leichen von Geflüchteten an den Strand gespült werden. Ich will eine abgelegene, einsame, friedliche Insel mit Palmen, Möwen, Kormoranen, traumhaften Sonnenuntergängen, weiten Stränden mit weichem Sand und lauen Winden, die Palmwedel sanft streicheln und wo ab und zu zufällig ein netter Fischer vorbeikommt, der mit mir ein Glas Wein trinken möchte oder so. Doch, oh weh, ich habe die Wirklichkeit vergessen. Ich denke daran, dass ich aus privaten Gründen nun schon fast 3 Jahre keine Zeit mehr hatte, Urlaub zu machen, geschweige denn zu einer einsamen Insel geflogen wäre, denn das hat Greta ja auch verboten. Fliegen ist ein No-Go. No-Fly geworden. Soll ich ein Schiff nehmen? Ich denke an den schiffbrüchigen Robinson Crusoe, der angeblich 28 Jahre auf einer einsamen Insel gelebt bzw. dahin vegetiert haben soll, in Wirklichkeit aber nur eine von dem Autor Daniel Defoe erdichtete Person war. OMG, seine Insel war nur ein Fake, so wie sein ganzes Leben auch. Ich grüble. Eine 28-jährige Robinsonade ist eine lange Zeit, die ich nicht als wünschenswert finde und eh nicht mehr zur freien Verfügung habe, es sei denn, ich habe das Glück, 104 Jahre alt zu werden. Ich überlege, ob ich mir als alte Frau den Traum von einer einsamen, friedlichen Insel, Robinson-Insel, leisten kann, für die ich wahrscheinlich ein Darlehen bei der Bank beantragen müsste, weil die Grundstückspreise einsamer Inseln wegen derzeit erhöhter Nachfrage vieler Oligarchen in ungeahnte Höhen schnellen werden. Außerdem würden meine Kinder mich höchstwahrscheinlich für unzurechnungsfähig erklären, weil ich dann ja ihr ganzes Erbe verjubelte. Bei diesen Gedanken fangen meine emotionalen Segel, die ich für die Fahrt zu meiner einsamen Insel gesetzt habe, wie in einer Flaute schwächlich zu flattern an. Und das Schiffchen, das mich zu meiner Trauminsel bringt, dümpelt plötzlich vor sich hin. Ich gehe tief deprimiert ins Bett und kann nicht einschlafen. Ich wälze mich unruhig hin und her. Die Bettdecke schlägt Wellen. Ein Sturm droht aufzukommen. In Kiew schlägt schon wieder eine Rakete in ein großes Wohnhaus ein. Die Flammen züngeln aus den Fenstern und werfen mit ihrem Schein einen dramatischen Sonnenuntergang an den Nachthimmel, wo keine Palmensilhouetten zu sehen sind. Es gibt nur ein paar Tote, sagt ein Nachrichtensprecher. Wir hatten Glück, weil die meisten Bewohner schon geflüchtet sind. Und da zercrasht mein Traum von meiner einsamen, friedlichen Insel wie eine durch den Luftdruck einer Rakete zerspringende Glasscheibe. Wahrscheinlich würde ich nämlich nach 2 Wochen Insellebens garantiert einen Inselkoller gekriegt haben und eine deftige Bindehautentzündung, weil mir der Wind immer wieder diesen beschissenen feinen Sand in die Augen geweht und die Möwe Jonathan zum wiederholten Mal auf mich heruntergekackt haben würde. Oder mir die Seife ausgegangen wäre, oder die Zahnpasta, oder der gute badische Wein. Ich würde Jahr für Jahr nach einem Fischer Ausschau gehalten haben, der nie gekommen wäre. Und wahrscheinlich wäre meine Insel eh mit mir untergegangen, wie alle anderen einsamen Inseln auch, allesamt Opfer des weltweit steigenden Meeresspiegels, den kein Mensch auf Dauer wird aufhalten können. Goodbye, meine einsame, friedliche Insel. Es gibt kein Secret Escape in den Zeiten des Internets und auch so. Ade, ihr Illusionen, die ihr uns vorspiegelt, man könne sich einfach so davonmachen aus der Realität. Der Boden der Tatsachen ist hart, brutal und gemein. Und die Welt
ist keine friedliche Insel in der Galaxis und ein Paradies gibt es eh nicht. Auch in Europa nicht. Dafür sorgen die Menschen schon selber. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Da ist ja auch durchaus harte Kost dabei gewesen. Und ich schreibe auch gerne politisch. Das werdet ihr gemerkt haben. Jetzt kommt allerdings etwas. Ja? Nee. Ja, politisch ist es nicht, aber es ist durchaus auch etwas problembeladen. Aber nicht nur. Ich singe den Blues, Amsterdam 1968. Das Gedicht habe ich aber erst jetzt geschrieben. Ja, und deshalb heißt es auch nicht Liebesgedicht, sondern Requiem. Ich singe den Blues, Baby, den Blues für dich. Von dir habe ich immer geträumt. Du warst mir einmal ganz nah, direkt auf meiner Haut, schmiegtest dich sanft mit deinen Tausenden von Blumen an mich wie eine große Liebe. Ich fühle dich heute noch vom Hals bis zu den Fußknöcheln, fühle dich meine Beine streifen im Wind. Locker, seidig warst du, mein Kleid. Meine Haut fühlte dich so schwerelos und meine Füße berührten das Kopfsteinpflaster der Wege, die wir entlang tanzten, nur kaum. Mit baumelnden Beinen kühlten wir später zwischen den Sonnenkringeln auf der Gracht, den Wellen und den kleinen Wasserstrudeln vorbeifahrender Boote unser heißes Herz. Heute habe ich den Blues, Baby, den Blues für dich, mein Kleid. Von dir und dem Leben damals habe ich immer wieder geträumt, bis heute. Immer wieder bringst du mich dazu, unser altes Bild zu betrachten, als der Sommer endlos war und Corona noch weit, weit weg. Wir hatten ein Drinnen und ein Draußen und Land, grenzenlos, die Luft zum Atmen, Kleider im Spiel mit dem Wind und für die Füße die Long and Winding Roads der Beatles durch die Welt. Seitdem kaufe ich mir jedes Jahr neu ein Kleid, das dir ähnlich sieht und mich erinnert an Blumen, diese Rosen, Veilchen, das Vergissmeinnicht, wahllos über den dünnen Stoff gestreut, Mohn und Margeriten zwischen Zitronen, Kirschen und den Olivenzweigen auf türkisfarbigem Grund. I play the blues for you, mein altes Kleid, und nicht für die neuen Fashion-Styles, die in meinem Schrank baumeln. Oh nein, sie alle sind Kopien, Fakes, nicht sie selbst. Oder, wenn ich ehrlich bin, bin ich vielleicht selber das Fake? Nach so vielen Jahrzehnten erkenne ich mich manchmal nicht mehr im Spiegelbild. Scheint jedes neue Kleid eingelaufen zu sein, vor dem Ankleiden bereits zerknittert, faltig und immer viel zu klein. Ich kann nicht mehr mithalten im Schleudergang der Zeit und bin vielleicht gar nicht mehr das Original mit dem Outfit und Feeling von damals, das der Sommer gratis für uns mit sich brachte, einfach so. Immer noch gehe ich auf die Suche nach meinem alten Sommerkleid, seiner kühlenden zweiten Haut, grabe nach Erinnerungen, die man heute Memories nennt. Manchmal glaube ich, etwas davon wiedergefunden zu haben, Spuren von ihm in meinen Gedichten. Immer wieder diese Gedanken an ein Stück Stoff, das von einem türkisfarbenen Wind fortgeweht wird. Ich sing diesen Blues für mein Kleid und mich. Danke.
Danke, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank fürs Vortragen. Also nochmal einen kleinen, komm, wenn ich schon hier bin. Vielen Dank, Ulla. Ich bin immer wieder erstaunt, wie erfrischend eine 78-jährige Frau wirken kann, muss ich echt sagen. Das ist wirklich, wirklich krass. Ja. Ja, nun, also das ist... Für die Zuschauer. Das ist ein deutliches Merkmal oder ein Zeichen dafür, das ist vielleicht auch wichtig für euch, dass euer Kind in euch nie sterben wird. Wenn ihr nicht. Klasse. Ich habe mir vorhin auch in der Pause erzählt, dass sie nicht nur schreibt, sondern auch noch ganz viele andere Sachen macht. Vielleicht willst du das hier auf der Bühne auch mal noch kurz aufzeigen. Das fand ich ganz spannend. Wir mussten dann das Gespräch beenden, weil die Pause rum war. Was machst du denn noch, wenn du nicht schreibst? An Kunst. Was? Oder ja, gemacht hast. Ich liebe die Natur und habe früher, was heißt früher, ich habe sehr viel Landart in den letzten Jahren in der Schweiz gemacht. Ich habe in der Schweiz ein Schreibatelier und ein Kunstatelier. Und also ich erzähle euch jetzt nur von einem Beispiel. Ich habe dann Blätter präpariert und zwar in verschiedenen Stufen präpariert, dass man sie bearbeiten kann und habe dann eine ganz, ganz große, 2,50 Meter große Figur genäht. Die hängt jetzt bei mir zu Hause, die war auch mal ausgestellt. Und zwar ist es eigentlich King of Leaves, heißt das. Der König der Blätter. Und ich habe mehrere solche Blätterfiguren genäht, aber ich zeichne auch und male auch und koche auch. Kochen finde ich auch sehr künstlerisch, das mag ich gerne. Und ich habe zwei Dackel und die erziehe ich auch gerne. Also es gibt so viele Sachen, die ich mache und hoffentlich noch lange machen kann. Ja, was mache ich noch? Ich schreibe, ich habe Kurzgeschichten geschrieben mit politischem Hintergrund, die will ich jetzt veröffentlichen. Ich habe allerdings leider keinen Verlag mehr. Ich hatte früher den Überreuter Verlag in Wien, der ist eingegangen und ist aufgekauft worden von Deutschland und seitdem schreibe ich keine Kinderbücher mehr. Ich habe etliche Kinderbücher geschrieben. Mhm. Die Leute in Berlin kenne ich nicht mehr und dann habe ich auch eben zu Hause so viel zu tun, das schaffe ich alles gar nicht. Also Kinderbücher habe ich gemacht und ein Gedichtband, nee, ich habe zwei Gedichtbände rausgegeben und dann habe ich Theaterstücke für meine Schüler geschrieben, unter anderem das Theaterstück Schnee von Orhan Pamuk. Das ist ein Wahnsinnsbuch, das ist dann mal aufgeführt worden in Leverkusen und sonst haben wir unsere Theaterstücke immer in der Schule aufgeführt, in der Aula. Ronja Räubertochter, was haben wir noch gemacht? Ich war nicht dabei. Kannst du nicht sagen. ja, mir kommt, fällt das jetzt alles gerade nicht ein. Gummitarzan war dabei, das ist ein dänisches Kinderbuch. Ich war ja lange in Dänemark, 7 Jahre an der deutschen Schule und dann der Katzenkater von Christine Nöstlinger, haben wir mal gemacht, ein Musical mit dem Titel Smike, also und dann habe ich viele Filme gedreht, ich habe Video-AGs in der Schule gehabt und da haben wir einmal war das Böll, Heinrich Böll verfilmt, Anekdote zur Senkung. Ja, mein Gedächtnis, ich bin alt. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern. Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral. Ich glaube, das ist Böll. Ja, und solche Filme gibt es noch nicht. Und hin und wieder fahre ich nach Kopenhagen und dann haben meine Schüler meine Filme und dann gucken wir die uns alle gemeinsam an und das ist immer so super toll. Also ich finde es so wichtig, dass man sein ganzes Leben lang irgendwie auch versucht, Kontakt zur Jugend zu behalten und von ihnen auch zu lernen. Ich hätte ja nie die Slam-Sprache gelernt. Ich meine, ich kann auch Akronyme und ich kann über Emojis schreiben. Das habe ich alles bei den Slammern hier in Freiburg gelernt. Und ihr könnt ja mal zu unserer Meisterschaft kommen, da bin ich auch wieder mit dabei. Die ist Anfang Juli. So um den 5., 6., 7. Juli, da treten wir auf und ich bin sehr gespannt. Wir haben jetzt 2 Jahre lang dieselbe Siegerin gehabt. Marie Lemoore, kennt ihr vielleicht.
Und ich bin gespannt, wie es dieses Jahr wird. Letztlich bin ich von der Bühne geworfen worden bei dem letzten Poetry Slam, weil der zu lang war. Die haben mein tragisches Ende dieses Textes Age and Youth hat das Publikum nicht mehr mitgekriegt und ich musste die Bühne verlassen, mir wurde das Mikrofon aus der Hand gerissen. So ist das bei uns Slammern. So, das war aber jetzt genug. Das Gute ist, dass wir nicht so streng sind. Bei uns geht nicht nach 7 Minuten der Gong, ne? Ja, vielen Dank, Ulla, auch für den Auszug. Hat mich sehr gefreut. Danke für die Inspiration und die Ode an die Kunst. Auch du sehr gerne, wiederkommen. Sie hat schon ein bisschen Querwerbung gemacht. Es gibt jetzt nicht nur unsere Formate. Wer Bock hat, ein bisschen mehr auf Poesie, Poetry. Dann gibt es verschiedene Poetry Slam Formate auch, falls ihr hier neu seid. Kaffee Atlantik hat auch noch einen Poetry Slam, Rang Tang Tang und so. Könnt ihr mal auschecken, wenn das bedienen wir nicht. Von daher mache ich da ein bisschen fremde Werbung. Gut, nun kommen wir mal zum letzten Act. Und zwar eine Eingebung, die ich vor einigen Tagen hatte. Ich weiß nicht, ob ihr die Band die Reheads kennt. Ist so eine Indie-Folk-Band. Richtige Beschreibung. Nehmen gerade ein bisschen Fahrt auf hier in Freiburg. Und die waren vor kurzem auch da, haben gespielt. Und die sehr begabte Bassistin und auch Sängerin in der Band dachte ich, komm, könnte ich doch mal fragen, ob sie alleine hier spielen, weil sie auch alleine super tolle Musik macht. Und ich freue mich, dass sie heute hier ist. Nadine Trauer. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Großen Applaus. Ja, hallo alle zusammen. Erstmal Ulla, krass, richtig cool. Ich glaube, der Lebenslauf meiner Großeltern ist nicht halb so spannend wie deiner und auch nicht so lang wahrscheinlich, aber sehr, sehr spannend und auch an alle anderen Acts, es war richtig cool. Ich habe bis vorhin noch die Setlist durcheinander geschmissen, weil ich stehe tatsächlich sehr oft auf der Bühne, aber nie alleine, wie Lux gerade schon gesagt hat, ich spiele eigentlich Bass und ich dachte, mute euch das jetzt mal zu, dass ich Klavier spiele und dazu was singe. Und es ist das erste Mal, dass ich komplett eigene Songs mache, also wirklich alles in meinem Zimmer entstanden. Deswegen habe ich gerade so ein bisschen Puls, aber das wird schon. Der erste Song heißt Confession, ich glaube, der ist 2018 entstanden. Erinnert ihr euch noch, als ihr das erste Mal so richtig verliebt wart? Oh ja? Ja? Denkt mal an den Moment zurück, da ist nämlich bei mir dieser Song entstanden und ich habe dann auch dieser Person gesagt, wie ich fühle, ging nach hinten los, aber der Song ist entstanden und ich glaube, das war ein ganz wichtiges Ereignis für mich, um zu wachsen, weil vorher konnte ich noch nicht so zu meinen Gefühlen stehen. Jetzt kriegt ihr ganz viel davon. Today is the day I will tell them how I feel. So here we stand face to face. There's a question in his eyes, and I hope that you don't notice I'm shaking and I'm nervous. You're about to hear what's in my heart, and I'm scared, scared, scared to tell you how I feel. But I have to, our wounds won't heal, and baby, you will never you won't start avoiding me, darling, but you need to know or I'll never be free. Every time you start to laugh, my favorite tune plays and my heart sings and sways, and I hope that you don't notice.
perfect you are to me. How perfect you are. Suddenly I feel your arms around me, and you say it's okay. I feel relieved with your arms around me, and I see I'll be free. I ain't scared to tell you how I feel. I know I had to, our wounds won't heal. And baby, maybe you can see how perfect you are to me. Confession. Dankeschön. Ist auch schon auf Spotify, falls ihr Lust habt. Das ist jetzt alles unplugged. Eigentlich ist es, ich bin voll der Bandmensch und aber ihr hört jetzt einfach hier die sehr, sehr nackte Version. Tatsächlich, wie die Songs bei mir entstehen, also am Klavier im Zimmer. Und dann trage ich es zur Band und sage, ey, mach mal das Licht aus. Und dann spiele ich den Song und dann nehmen wir ihn meistens auf. Der nächste Song geht in eine komplett andere Richtung. Es ist jetzt so ein bisschen eine Achterbahn. Deswegen habe ich auch überlegt, wie sortiere ich die Songs. Aber ihr werdet heute hoffentlich alles einfach mitfühlen. Da geht es so ein bisschen darum, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Hätte ich mir vorher überlegen sollen, ne? Der heißt What a Waste of Time. Und es geht ein bisschen darum, dass, kennt ihr das, wenn ihr mit jemandem spricht, aber der hört euch irgendwie nicht? Entweder weil er nicht kann oder nicht will. Und mir ging es mit einem sehr nahestehenden Verwandten so, jahrelang. Und ich habe jetzt vor kurzem erst realisiert, dass sehr vieles nicht in Ordnung war, was passiert ist. Und habe versucht, darüber zu sprechen. Und die Reaktion war dann, ja, wenn du das nicht machst, wie ich es will, dann rede ich halt nicht mit dir. So, ich glaube, dazu sagt man heute Gaslighting. Und genau das ist der Song, an dem ich gerade arbeite. Der kommt im Oktober auch raus, also wenn ihr Lust habt reinzuhören, freue ich mich. Und der hat heute Premiere. Viel Spaß. What a waste. Do you hear me when I say it's been a long, stressful day? We need to let go. We need to let go. Hating me won't bring you peace or any kind of relief. You need to let go. You need to let go. Guess what tomorrow, what the future may hold. Forget the past and what you claim it's taken from you. Your pride makes it hard. We fight, not letting down our guards. And time goes by, and you don't talk. What a waste of time. I don't need to forgive you in order to move on. I will process all that happened and I will move on. I'm your age now when you had me, and I could never, 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 ever be the 4-year-old girl. This is not what she deserved. Let's get tomorrow, what the future may hold. Forget the past and what you claim it's taken from you. Your pride makes it hard. We fight, not letting down our guards. And time goes by, and you don't talk, you don't talk, you don't talk, you don't talk. What a waste of
of time. You were my hero and my nightmares coming true. So I followed you, I never doubted you. Now though, you now lost that privilege. Since I found my whole courage and my worth, my own choice, my own voice, the love I deserve. Do you hear me when I say I'm not the one who used to obey? You should know that I let you go. Dankeschön. So, ich komme schon zum vorletzten Song. Der heißt Over You. Ziemlich wütende Songs beide. Der ist ein bisschen wütender. Wer Lust hat, kann gerne im Refrain mitgrölen. Einfach mal rauslassen, was drin ist. Over You ist auch schon auf Spotify. Dann in voller Band und mit Schlagzeug. Missed your chance, I'm done. All you ever do is leave or run. Don't care anymore, what for I'm due with this. I've been fighting myself all this time. I'm finally able to sing this line. My feelings died, but not my pride. I'm over you. Oh, over you. Something's just out worth fighting for. When you feel you're hurt or ignored, you can't stop trying and wonder why. Oh, I'm the strongest enemy I fight. Every day throughout the night, I need to stop, 'cause I'm so tired. I'm over you. I've lost myself.
over you. Dankeschön. Also ich weiß nicht, wie es den anderen vor mir ging, aber ich komme gerade richtig ins Schwitzen. Bei euch sah das alles so entspannt aus und ich merke gerade, oh Gott, ich will mich ausziehen. Jetzt kommt... ich glaube, das lassen wir lieber. Jetzt kommt der letzte Song und ich liebe Musik machen, aber was ich noch mehr liebe, ist Musik mit Menschen machen. Das heißt, ich würde jetzt gerne den Refrain mit euch ganz kurz einstudieren. Ich glaube, da kommt die Musikpädagogin in mir raus. Dass wir den letzten Song zum Abschluss singen, das fände ich sehr schön und dann werde ich heute wahrscheinlich so einschlafen. Ist super simpel. Und zwar, ich singe den einmal kurz vor und beim zweiten Mal dürft ihr mit reinkommen. Und zwar... Don't lie to me, don't lie to me, I want to be free, watch me and you will see. Don't lie to me, don't lie to me, I want to be free, watch me and you will see. Eigentlich simpel, oder? Sollen wir mal zusammen probieren? Okay. 1, 2, 3, 4, 1. Don't lie to me. Ich merke, euch fehlt nur noch der letzte Satz. Don't lie to me, don't lie to me, I wanna be free. Watch me and you will see. Und das bitte mit Attitude, okay? Ich glaube, der Marc hat das schon gerade richtig geil vorgemacht. Davon, ja? Okay, ihr werdet merken, wenn ihr dran seid. I fell for you right away. I thought this man couldn't make me stay, but so wrong. Never thought it'd be this way. Believed in everything that you say. In the middle of the conversation, your words made me realize that you would never put your faith in me. You have never spoken honestly. I don't wanna be here. Wish I could disappear. I'm done buying all your lies. Mark my words, this is goodbye. Don't lie to me. Don't lie to me. I wanna be free. Watch me and you will see. Lie to me. Zweite Strophe, ich hab's verkackt. Through pain and misery, you suddenly walked away from me. It took all my strength to get back on my knees. Now here I'm dancing to this beat. I don't wanna be here. Wish I could disappear. I'm done buying all your lies. Mark my words, this is to me. Don't lie to me. I wanna be free. Watch me and you will see. Don't lie to me. Don't lie to me. I wanna be free. Watch me and you will see. Don't lie to me. Don't lie to me. I wanna be free. Watch me and you will see. Don't lie to me. Don't lie to me. I wanna be free. Watch me and you will see. I don't want to be here. Wish I could disappear. I'm done buying all your lies. Mark my words, this is goodbye. Don't lie to me. Don't lie to me. I wanna be free. Watch me and you will see. Don't lie to me. Don't lie to me. I wanna be free. Watch me and you will. Macht weiter. Don't lie. Watch me and you will see. Yeah. Oh. Dankeschön.
erstmal eine Minute. Vielen Dank, Nadine, erstmal. Danke. Ja, ich brauche noch 2 Minuten. Nein, nein. Richtig, richtig cool, Mensch. Also, danke. Wie gesagt, ich kenne sie sonst nur in der Bühne, in der Band-Kombi, da ich schon ein bisschen auf Insta, aber mal so die komplette Live-Experience. Richtig toll, richtig toll. Stimmlich, gesanglich, tolle Lieder. Du bist Musikpädagogin, habe ich gehört, das habe ich nämlich noch gefragt. Du hast Musik beruflich machst. Genau, also ich stehe auf der Bühne und unterrichte auch. Und genau, stehe auf der Bühne. Also immer so im Kreis, mal das andere. Mal das eine, mal das andere, genau. Richtig cool. Rehats, wie lange bist du da schon dabei, beziehungsweise seid ihr da schon am Start? Also die Rehats gibt es ein bisschen länger, als ich dabei bin. Mhm. Ich glaube, ich bin aber jetzt mittlerweile 4 Jahre dabei. Ungefähr, ich glaube 4. Okay, und wie kam jetzt das mit der eigenen Musik? War das schon immer nebendran oder ist das jetzt gerade aus der Band vielleicht aus der Phase rausgewachsen? Also, The Rehats gibt es immer noch, ich bin nicht ausgestiegen. Nee, das weiß ich. Ich meine, nebenbei, so informiert bin ich. Tatsächlich war es immer nebendran. Ich habe ja als Kind in der Band von meinem Papa angefangen, als 9-jähriges Kind, als Bassistin. Und meine Schwester hat Gitarre daneben gespielt und mein Papa halt in der Mitte. Und ich habe immer Songs geschrieben, aber ich war immer sehr, sehr schüchtern und habe gedacht, nee, Bass ist ganz cool, ich stelle mich ins Eck, wo mich keiner sieht. Und mittlerweile bin ich so viel am Verarbeiten und merke, dass das einfach irgendwie cool ist, wenn ich das mal raussinge, weil sonst bin ich wirklich schlecht gelaunt abends. Und deswegen schreibe ich nebenher auch so ein bisschen. Und wenn ich Zeit habe, dann versuche ich da was aufzunehmen und auch mal rauszuhauen auf Spotify oder so. Genau. Oh, ja. Mach das weiter auf jeden Fall. Finde ich sehr schön. Also, du wirst klasse, aber ich finde auch, du hast absolut das Potenzial, in den Raum zu nehmen. Dankeschön. Auch alleine auf der Bühne und überzeugst. Genau. Boah, ich will dir aber trotzdem nicht so viel fragen. Willst du noch ein bisschen Werbung machen für KUKG? Verschiedene Kanäle? Ja, jetzt für dich. Falls euch die Musik gefallen hat, dann könnt ihr gerne mir einfach auf Instagram folgen. Nadine Traoré findet ihr ganz schnell. Und im Oktober kommt die nächste Single, von der ich gerade gesprochen habe, die What a Waste of Time, wo es ein bisschen um das Thema Gaslighting und so weiter geht. Genau, da könnt ihr gerne reinhören, würde ich mich total freuen. Wohl ja, ne? Macht ihr, ne? Macht ihr. Ich will noch ganz kurz was sagen. Ja, absolut. Ich möchte einmal einen ganz großen Applaus für den Lux, der hier moderiert, als ob er gerade irgendwie, also total chillig. Also vielen Dank, dass du uns Artisten hier durch den Abend so schön leitest. Hat mega Spaß gemacht. Dankeschön. Vielen Dank, vielen Dank. Freue mich natürlich auch mal über einen Applaus, so ist es nicht. Ne? Gut. Langsam Ende der Abend, was ich sehr toll fand, kann ich schon mal sagen, ich hatte vorher fast schon ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, wir haben echt ein super geiles Line-Up und ich kenne die meisten Künstler ein bisschen, Künstlerinnen, und habe dann schon gedacht, so wenig Leute da, das ist natürlich auch immer so ein bisschen, aber hat man gar nicht gemerkt zwischendrin, ich fand, ihr hattet echt eine richtig coole Energy, hat richtig Spaß gemacht trotzdem und habe absolut nicht das Gefühl, dass die Künstlerinnen hier auf der Bühne das nicht gefühlt haben, ich glaube, die waren euch sehr dankbar und ich bin das auch. Und deswegen erstmal ein Applaus an euch, dass ihr da seid und dem Ganzen hier ein bisschen Raum gibt. Ohne euch geht das auch nicht. Und genau, das Ganze hat schon Ende. Bei anderen Formaten gibt es ein Slam-Prinzip, da gibt es am Ende noch irgendwelche großen Bewertungen und so. Das haben wir hier nicht. Hier geht es wirklich nur um die Kunst, um die Bühnenzeit, dass die Künstlerinnen sich präsentieren. Und genau, das war es auch schon. Von dem her will ich noch ein bisschen, ähnlich wie Nadine jetzt vorhin gerade ein bisschen hier mir den Dank gesagt hat, hier auch noch an die Runde ein bisschen Props auszahlen. Da gibt es einen Hardy an der Technik, der das Ganze hier möglich macht. Da gibt es den Friedhelm, der filmt das Ganze. Da wollte ich auch gerade nochmal sagen, dass auch an die Künstler und an euch, falls euch irgendwie ein Song super gut gefallen hat, ihr wisst nicht mehr, wie hieß der jetzt nochmal oder was hat sie da nochmal gesagt oder eher, dann schaut bei unserem Mensa-Bar-Kanal vorbei auf YouTube, da werden diese ganzen Sachen veröffentlicht, der Supreme, aber auch der Acoustics-Slam, den wir als immer machen, da könnt ihr gerne mal reinschauen, da bediene ich mich auch immer wieder des Videomaterials. Und sollte, glaube ich, auch an die Künstler gehen, weil es immer ein ganz cooles Material und das kann man ganz gut verwenden. Die Reise geht noch weiter, da hinten ist noch der Paul, der euch mit Getränken versorgt hat und Michael, Stefan hier vorne, genau, die helfen mir auch noch aus, machen einen Eintritt, helfen mir bei der Orga. In diesem Sinne freue ich mich, dass ihr da wart, mache noch ein bisschen Werbung für die nächsten Veranstaltungen und zwar haben wir nächste Woche am 14. auch den Akustik-Slam. Draußen, ja, vielleicht ist er auch schon draußen, das will ich noch nicht versprechen. Wir überlegen aber, ob wir den echt nächste Woche draußen machen, weil es, glaube ich, ein bisschen mehr Zulauf kriegt, ist aber noch nicht sicher. Und dann gibt es das gleiche Format hier, auf jeden Fall draußen, noch ein bisschen satter aufgemacht, am 28. im Mensagarten, mit großer Bühne, auch wieder tollen KünstlerInnen und da würde ich mich richtig freuen, wenn ihr vorbeischaut oder noch ein paar Leute mitbringt.
Und am 30. ist das Akustik-Slam-Format auch in der Sommerfestwoche. Also das ist eine ganze Woche, die wir machen vom Studierendenwerk, eine ganze Sommerfestwoche. Da werdet ihr hoffentlich auch noch irgendwie von mitkriegen. Und das sind eben die Formate Teil davon. Da machen wir jeden Abend ein bisschen was anderes. Gut, in diesem Sinne entlasse ich euch dem Abend und hoffe, ihr habt es noch richtig gut auf der Heimreise. Und bis nächstes Mal. Ciao, ihr.